Die Geissens-Zuschauer freuen sich in der neuen Folge am Montag über besonders süßen Besuch. Hündchen Maddox darf seine Familie und die Kameras begleiten. Die Reise beginnt für die Millionäre in Ventimiglia, Italien, wo die Geissens einen Großeinkauf machen wollen. Dort müssen Robert und Davina zum Zahnarzt, Maddox begleitet Carmen und Shania so lange durch die Stadt zur Yacht Donzi, die im Hafen auf die Familie wartet. Dann geht es auch schon zurück nach Monaco, wo die Geissens eine Messe für Luxusgüter besuchen. Hier werden sie von einem 2000 PS starken Elektrosportwagen magisch angezogen. Ob das wohl das neue Familienauto wird? Doch nicht alles läuft in der neuen Folge glatt. Die Donzi, die Yacht der Familie, muss auf Vordermann gebracht werden. Auch Shania und Davina müssen ran und das Deck schrubben. Da nutzt Maddox einen Moment der Unachtsamkeit und büxt einfach aus. Besonders Davina ist gar nicht begeistert, doch zum Glück kann das Hündchen schnell wieder eingefangen werden. Den niedlichen Solo-Ausflug von Maddox seht ihr am Montag in einer neuen Folge von Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, um 20:15 Uhr bei RTL 2.